Mode ist seltsam. Meine Augen sind leider auch schon wieder ein Jahr schlechter geworden. Aber Mode war schon immer seltsam. Früher galt es zum Beispiel mal als attraktiv, wenn man schwarze Zähne hatte. Coca-Cola meint's nur gut mit uns. Aber mal ehrlich, unsere allseits beliebte Königin Elisabeth I. hatte ein Problem. Zucker. Während der Herrschaft der Tudors in England war Süßes zwar nicht so weit verbreitet wie heute in jedem Getränkeautomaten, denn war der wiedergeborene Geist einer Frau ist und Don't Add Me Anime ist weird, aber königliches Twix, Mars, KitKat und Co. waren durchaus schon regelmäßige Snacks für den Adel. Anders als Oral-B, denn Zahnpflege und weirderweise Hygiene grundsätzlich waren bei unseren Lieblingskönigsfamilien einfach nicht immer Prio 1. Und wenn man sich dann jeden Tag 12 Kilo Mittelalter M&Ms reinzieht, dann kommen Karius und Baktus vorbei. Und unsere Elisabeth, ich sag's mal so, wenn die gelächelt hat, dann ist die Sonne irgendwann untergegangen. Auf Wikipedia wird gehighlightet, dass ihr Hof Kuchen als Geschenk angenommen hat. Also, yay! Und wenn dann die Königin aussieht wie Smergol nach 3 Jahrzehnten Ringentzug, dann will das die Bauerndame von nebenan natürlich auch und färbt sich halt die Zähne schwarz. Naja, und dann sind halt wohl einige Frauen mit Aktivkohlefiltern auf den Beißern durch die Straßen gezogen. Schön. Und es klingt jetzt für uns hier im Westen komisch, aber es gibt manche Kulturen, die das immer noch machen. Aber Elisabeth hatte ja noch mehr drauf, denn je dunkler die Zähne, desto heller der Rest. Dafür hat sie sich für den besonders blassen Look bleiweiß als Make-up aufgetragen, das genauso gesund ist, wie es sich anhört. Überhaupt gar nicht. Eine andere Sache hat Elisabeth aber noch als modisches Erbe hinterlassen, den elisabethanischen Kragen. Sieht mittlerweile so aus, sah aber mal so aus. Ja, kein Witz, das Teil ist wirklich nach ihr benannt und dieser Kragen war so unpraktisch und groß wie möglich. Warum? Damit man sich nicht die wunden Stellen aufkratzen kann, natürlich. Nein, natürlich, um zu zeigen, wie viel Zeit man für nutzlosen Shit übrig hat, also umgekehrt, wie reich man ist. Außerdem konnte man mit einem solchen Kragen nur schwer nach unten blicken und so hatte man die Nase immer stolz Richtung Himmel gehoben, also genauso wie man das von einem König oder einer Königin erwartet. Alter, ich soll mir mal einen Gaming-Kragen holen, damit die Schrimphaltung deleted wird. Ich hab einen geraden Rücken, Mama! Ende des 16. Jahrhunderts wurden diese Accessoires dann aber immer und immer größer, so groß, dass sie irgendwann sogar über die Schultern gingen. Denn durch neue Techniken und Geräte wie dem Glätteisen konnte man die Form immer weiter perfektionieren. Und dann Fashion-Icon-Pusteblume. Klingt komisch. Und sieht auch so aus. Irgendwann ist einem dann aber aufgefallen, dass man sich mit so einem Teil gar nicht mehr via Zunge hinten sauber machen kann und hat die Halskrause für Katzen und Hunde so genannt. Und spätestens jetzt überrascht das hier wahrscheinlich keinen mehr, aber ich bin kein Modeexperte. Nein, doch. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Ja, im Laufe der Jahrhunderte hat sich auch die menschliche Mode weiterentwickelt und von praktisch, weil mir sonst der Hintern abfriert, gingen wir immer weiter zum extravaganten. Ach du Scheiße, ich kann mir kein GNTM oder irgendeine Modeshow anschauen, ohne mir zu denken, do you ever feel like a plastic bag? Warum würde man das machen? Sind Schuhe nicht erstmal dafür da, dass man nicht barfuß über Stock und Stein laufen muss? Ich meine, ist ja cool, wenn die schön dabei sind, aber unpraktische Schuhe verfehlen doch direkt ihren eigenen Einsatzzweck. Liebe High-Heels-TrägerInnen unter uns, wie soll man denn mit sowas ordentlich laufen? Aber lasst uns zurückkehren in die Zeit, in der dieser absolut unnötige, unpraktische Scheiß auf unsere Welt gewurstet wurde. Ich präsentiere die Chopine. Nicht verwechseln, Chopin, Chopine. Ich sehe aus wie der letzte Arsch, ne? Ein historischer Damenschuh, der sich dadurch auszeichnet, dass er eine hohe Plateausohle hat. Oh, Entschuldigung, habe ich gerade hoch gesagt? Ich meine natürlich freaking gigantisch, bis zu 74 cm hoch. Das sind doch Stelzen und keine Schuhe mehr. Ursprünglich wurden die Teile im Spanien des 15. Jahrhunderts erfunden, damit es Frauen leichter hatten, durch die schlammigen Straßen zu warten. So weit, so praktisch. Aber irgendjemand in Venedig dachte sich dann während der Renaissance, warum gehen wir nicht einfach den einen Schritt höher? Und heute trägt der Sänger von Lordi die. Yay! Ich frag mich halt nur, warum? Wollten die Leute in Venedig damit Sandalen durch die Kanäle stapfen oder das Geld für die Gondel sparen? Ist das nicht einfach nur unnötig gefährlich? Die Frage hatten dann natürlich die Gesetzgeber von damals auch und haben dann die Maximalhöhe der Chopins auf 3 Zoll begrenzt. Würde euch jetzt nicht verwundern, schaut aus dem Fenster und womit die Leute heute rumlaufen. Dieses Gesetz hat dann aber niemanden interessiert. Und gelaufen ist man halt in den Teilen wie der letzte Idiot. Selbes Prinzip wie beim schiefen Turm von
San Francisco. Und selbst Shakespeare hat sich zu seiner Zeit dann drüber lustig gemacht. Es ist ja schlimm genug, wenn man da selber rumläuft wie Ronald McDonald auf einem Kindergeburtstag. Aber dann waren die ja nicht mal alleine damit. Noble Damen hatten dann immer ein bis zwei Bedienstete dabei, damit die nicht random die Rollator-Oma spielen und nicht mehr von selbst aufstehen konnten. No. Aber nicht nur der Adel ist daran herumstolziert. Es gibt einen Grund, warum Spanien damals einfach kein Kork mehr übrig hatte. Jeder hatte solche Schuhe. Die waren stylisch. Und der italienische Tanzmaestro Fabrizio Carosso hat in einem Tanzlexikon geschrieben, dass Frauen sogar in diesen Schuhen mit 8 grazil und fantastisch tanzen können. Wie? Wie soll es gehen? Und damit wurde dann ein Trend geboren, der immer noch Knöchel und Sehnen schmerzen lässt. Und ich habe immer gedacht, solche Schuhe wären hässlich, aber nein. Ja, die gibt's schon eine ganze Weile und im Metropolitan Museum of Art ist ein lustiges Klappbildchen davon aufgestellt. Also falls ihr euch mal wundern solltet, warum vor allem Frauen in Gemälden aus der Zeit so groß wirken, es liegt an den Schuhen. Aber wenn man dann schon ordentlich zu Fuß auf seinen Plateauschuhen unterwegs ist, dann kommen Männer und erfinden den Hobbleskirt. Auf Deutsch den Humpelrock. Ja, klingt jetzt nicht so geil und war's auch nicht. Das sind nämlich die Röcke, die unten abgebunden werden und die ihren Namen von Hobbling haben, also dem Zusammenbinden der Beine bei Nutztieren. Nutztiere. Okay. Warum würde man das machen? Kann man dann nicht einfach nicht mehr richtig laufen? Korrekt! Warum auch atmen oder weglaufen können, wenn man dafür attraktiv sein kann? Yay. Um 1910 gab es dann aber immer wieder Schlagzeilen in der Zeitung, weil sich irgendjemand beim Treppenlaufen oder sonst wo auf die Fresse gelegt hat. Rock'n'Roll! Weil es ein Rock ist, verstehst du? Und in den amerikanischen Bahnhöfen wurden dann extra Stufen angebracht, damit man in die Züge mit so einem Rock einsteigen konnte. Und es wurde ernsthaft noch zusätzlich darüber nachgedacht, die Bürgersteige abzusenken. Für Röcke! Aber dann 100 Jahre später in NRW nicht mehr eine Rampe für den Rolli hinkriegen. Ist klar. Das Patent für den Hobbleskirt sieht aber tatsächlich schon schlimm genug aus, aber damit man nicht, warum auch immer, vielleicht versehentlich mal einen zu großen Schritt macht und der Rock reißt, wurden diese Röcke auch durch lange Korsetts oder Fußfesseln unterstützt. Fußfesseln! Und damit lässt sich dann auch für diese Zeit die wichtigste Frage überhaupt, can you pet the dog, nur bedingt beantworten. Wenn's im Stehen geht, ja! Weiter geht es aber mit etwas Klassischerem. Schon Jahrhunderte vorher haben Europäer ja Perücken getragen, um ihren Status zu repräsentieren oder die Glatze zu verdecken, weil dem Adel, dem fällt doch nicht die Haare aus. Aber der Stammbaum ist ein Kreis, also manchmal schon. Fun Fact: Die ganzen Perücken haben durch die trockenen Materialien und das ganze Puder und Parfüm und so ein Zeug ziemlich leicht Feuer gefangen. Joris nächster Gegenstand bei Seven vs. Wild. Und die kann man jetzt schön finden oder nicht, aber wir sprechen heute über die Version davon, die vielleicht ein wenig zu viel wollte. Die lange Perücke, auch genannt die Makaroni. Nein, jetzt nicht die Nudel, aber das hier. Zwischen 1760 und 1780 war dieser Trend quasi das heutige Hipstern für junge Männer. Und mal rein objektiv und durch mein absolut unmodisches Hirn betrachtet, war das schon echt ziemlich... Es ist ein bisschen cringe. Die hochgesteckte Perücke ist ja mal die eine Sache, aber der kleine Hut obendrauf. Dann gibt's noch so lustige Schüchen dazu und alles drumherum. Das fanden die meisten damals schon ein bisschen komisch. Jetzt mal ehrlich, was versteckt man da für ein galaktisches Brain unter dem Teil? Tatsächlich ging es auch bei diesem Trend wieder darum, den eigenen Status zu zeigen. Reich, wohlhabend und scheinbar kein Fick auf die Meinung anderer gebend. Ah. Wenn der Durchschnitt nämlich eher so aussah, dann fällt man mit sowas natürlich auf. Hunger Games quasi. Eine gute Sache hatte das Ganze aber. Erstmal gilt die Makaroni auch als Zeichen für Mode außerhalb von Gendernormen und die Innentasche beim Herrenjackett geht auch auf die Makaroni zurück, weil man eben dazu auch entsprechende Kleidung getragen hat. Ich frage mich gerade, ob die Makaroni dann auch für die zugenähten, geschlossenen Taschen auf der Vorderseite verantwortlich ist. Warum sind die zugenäht? Damit die nicht so auftragen? Es sind Taschen. Warum sind die dann überhaupt da? Ach komm, egal. Was wir bisher in diesem Video von der Mode gelernt haben, höher, breiter, weiter, gleich besser. Und entsprechend gehen wir weiter mit den Reifröcken. Das sind Röcke mit Gestell und werden auch Krinoline genannt. Ist das diese weibliche Version von Manspreading? Alter, so ein Reifen in der U-Bahn und der Waggon ist voll. Aber perfekt vorbereitet waren sie damals. Ne? Einfach Perücke, um Feuer zu machen und ein Zelt dabei, mit dem man rumlaufen konnte. Warum man sowas trägt?
damit man möglichst fake aussieht. Also kein Witz. Die eigene White-Version sah damals halt ein bisschen wohlhabender und auch ein bisschen fruchtbarer aus. Deswegen gab es auch den Weiberspeck, eine Stoffwulst, den sich vor allem schlankere Damen umbanden, um dann ein bisschen thicker auszusehen. Und die Krinolinen wurden unter anderem mit Holz, Federstahl und Fischbein gebaut. Und Fischbein sind die Bärte von Walen. Und das ist echt ein bisschen disgusting, Alter. Walrasieren für einen Rock. Moby Thick einfach. Und mit diesen Röcken ist man dann halt durch die Gegend festgesteckt und hingefallen. Es gibt nämlich auch hier wieder mehrere Berichte darüber, dass neben den spontanen Entzündungen des trockenen Stoffs auch so manch eine zum Beispiel nicht durch eine Tür kam oder die Kutsche sie mitgenommen hat, ohne dass sie das geplant hätte. Manche sind auch weggeflogen. Und auch optisch sieht das Ganze eher aus wie der Vorgänger des Zeppelins. Einmal pupsen und du fliegst weg. Das Gegenteil von den Teilen wäre dann ja quasi die Nami der Mode. Das Korsett. Enger Korsett. Ich finde Atmen ja schön, aber so auszusehen wie ein One-Piece-Stillframe ist ja auch irgendwie cool. Es sei denn, man zerquetscht sich damit den Körper. Naja, und wenn man statt weniger mit mehr mit weniger zeigen wollte, griff man im 18. und 19. Jahrhundert auf sogenannte Musselinkleider zurück. Diese waren aus locker gewiebtem und oft leicht durchsichtigem Stoff. Und die waren auch kinda hart für die damalige Zeit. I mean, Marie Antoinette, anyone? Hm? Diese Kleider waren aber nicht nur Licht, sondern auch entsprechend wetterdurchlässig und kalt. Und um wirklich alles aus diesem Look rauszuholen, haben Frauen diese Stoffe dann auch ab und zu mal nass gemacht, damit das Kleid noch enger den eigenen Körper betonte. Aber kalt plus nass gleich. Gesundheit! Die Grippewellen der damaligen Zeit wurden entsprechend von den Ärzten auch Musselinkrankheit genannt, weil entsprechend viele gut gekleidete Frauen krank wurden. Aber hey, immerhin waren sie schmecksy dabei. Speaking of, Henry der Achte. Der war ja schon eher so der Weirde in seiner Familie. Ja, das kann man sagen. Aber was der Mann in Paartherapie versäumt hat, konnte er mit seinem guten Sinn für Mode wieder wettmachen. Denn anders als man jetzt vielleicht meinen könnte, sind es nicht die pompösen Kleider oder diamantbesetzte Schmuckstücke sein größtes Vermächtnis, sondern seine Bauchtasche, die nicht am Bauch war. Habt ihr mal bei Bildern unseres Lieblingskönigs auf seinen geachtet? Nein? Okay, gut. Alles richtig gemacht bis jetzt. Aber falls ihr das mal macht, werdet ihr feststellen, dass der Herr dort eine äußerst delikate Tasche mit sich trug. Das Codpiece oder die Schamkapsel. Dieser auffällige Hosenlatz wurde im 14. Jahrhundert getragen, um... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Sah halt cool aus. Und irgendwann später haben deutsche Pikiniere angefangen, den anderen immer in den Sack zu hauen und dann wurden die Dinger als Teil der Rüstung gebaut. Warum sind es immer die Deutschen? Und jetzt kann ich mir nie wieder Bilder aus der Zeit anschauen und nicht sofort sehen, was die da alles reingebaut haben. Die Kirche fand den Fokus auf den Schrittbereich jetzt natürlich nicht ganz so christlich und entsprechend hießen die Teile in der Zeit auch Hosenteufel und symbolisierten Potenz und Bereitschaft. Ich hatte damals in der Schule auch einen random Hosenteufel mit dabei. Der symbolisierte aber vor allem die Angst, in dem Moment an die Tafel gehen zu müssen. Männer wissen, wovon ich rede. Und wenn wir jetzt schon bei den Herren der Schöpfung sind, das hier ist der Vatermörder. Ein extrem gestärkter und steifer Stehkragen. Das Korsett für den männlichen Hals quasi. Und vielleicht merkt man jetzt schon, warum das Teil so hieß. Und vielleicht auch, warum es sich nicht durchgesetzt hat. Atmen ist schön. Genauso wie dieses Video schauen. Präsentiert von meinem Geschmack. Gott, ich sehe wirklich aus wie Scheiße.